Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Ableitung von einer Funktion f berechnet. Unser Ziel für dieses Video ist es, den größten als auch den kleinsten Funktionswert einer Funktion in einem bestimmten Intervall zu ermitteln. Am nächsten Fenster des Arbeitsblattes haben wir eine kubische Funktion f gegeben und wir sollen nun den größten als auch den kleinsten Funktionswert von f im Intervall 1 bis 6 ermitteln. Und des Weiteren sollen wir angeben, an welchen Stellen, also an welchen x-Werten, an welchen Stellen x-max und x-min in diesem Intervall der größte bzw. kleinste Wert angenommen wird. Unsere erste Aufgabe ist es nun, alle Stellen zu berechnen, für die die erste Ableitung verschwindet, also f' von x gleich 0 ist. Wie wir bereits wissen, an diesen Stellen hat unsere Funktion f eine horizontale Tangente. Also dort, wo die erste Ableitung gleich 0 ist, hat unsere Funktion die momentane Steigung 0. Berechne nun diese Stellen zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Gut, lösen wir den ersten Punkt der Aufgabe nun gemeinsam. Leiten wir unsere Funktion f ab. Dann erhalten wir f' von x ist gleich minus 3x² plus 6x plus 24. Nun setzen wir unsere erste Ableitung gleich 0 und formen den Ausdruck auf x um. Dann erhalten wir x zum Quadrat minus 2x minus 8 ist gleich 0. Und nun können wir die Gleichung auflösen, zum Beispiel durch Ergänzen auf ganze Quadrate oder durch eine quadratische Lösungsformel. Oder auch durch Technologieansatz, dann erhalten wir x ist gleich 4 oder x ist gleich minus 2. Im nächsten Punkt sollen wir nun ermitteln, welche Stellen in unserem Intervall überhaupt für den, also für x max bzw. x min in Frage kommen. Also welche x-Werte, bei welchen x-Werten hat unsere Funktion möglicherweise den größten bzw. den kleinsten Funktionswert. Überleg dir das bitte zunächst alleine und denke an das letzte Fenster zurück, also an das letzte Video vom Arbeitsblatt. Dann solltest du schon einen Tipp bekommen haben, welche Stellen hier in Frage kommen. Also, versuche es alleine und pausiere dazu bitte erneut das Video. Gut, wenn wir uns zurückerinnern, im letzten Fenster das Arbeitsblatt hat Felix mit dir besprochen, dass wenn wir von einer Funktion f in einem Intervall den größten Wert ermitteln wollen, dass wir uns dann mit dem Geodreieck von oben der Funktion annähern. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wo wir den größten Wert finden könnten. Entweder an einer Randstelle, also ganz am Rand des Intervalls, oder dort, wo unsere Funktion die Steigung 0 hat, also bei einer Extremstelle. Das heißt, in Frage kommen die beiden Randstellen, x ist gleich 1 und x ist gleich 6, und die beiden Stellen, an denen unsere Funktion die Steigung 0 hat, also eine horizontale Tangente hat. Das heißt, x ist gleich 4, und x ist gleich minus 2 kommt natürlich nicht in Frage, hätte ich mir fast selbst eine Falle gestellt, da es natürlich nicht in unserem Intervall liegt. Das heißt, x ist gleich 4 kommt in Frage. Das ist eine Nullstelle von unserer ersten Ableitung im Intervall 1 bis 6. Im dritten Punkt sollen wir nun die Funktionswerte von diesen drei Stellen berechnen und vergleichen. Das heißt, f von 1, f von 6 und f von 4 berechnen und feststellen, wo nun der Funktionswert am größten und wo er am kleinsten ist. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wenn wir die Funktionswerte durch Einsetzen berechnen, dann erhalten wir f von 1 ist gleich minus 16, f von 4 ist gleich 38 und f von 6 ist gleich minus 6. Nun können wir feststellen, dass unser kleinster Funktionswert bei x ist gleich 1 ist, weil hier ist ja der Funktionswert minus 16 und unser größter Funktionswert ist bei x ist gleich 4, das heißt
x max ist gleich 4. Betrachten wir das Ganze nun auch zur Überprüfung grafisch. Ich habe hier den Graphen unserer Funktion f dargestellt und hier sehen wir, dass wir, wenn wir unseren Intervall 1 bis 6 betrachten, dass wir tatsächlich den kleinsten Funktionswert bei x ist gleich 1 finden, nämlich minus 16, und unseren größten Funktionswert finden wir bei x ist gleich 4 und dort ist der Funktionswert 38. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.